Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Bitwig Practice Session. In dieser Practice Session geht es um Comping. Comping ist eine Methode, um einen Loop, den man einspielen möchte, so ein paar Mal hintereinander einzuspielen und sich dann für den besten Loop zu entscheiden. Das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, indem dass man im Arranger einfach hintereinander wegspielt, immer wieder wiederholt. Und dann gibt es natürlich noch die schöne Möglichkeit, das im Clip-Launcher zu machen. Und so hat man dann gleich vorgefertigt die richtigen Loop-Abschnitte, richtigen Samples, die man dann auswählen kann, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Versionen davon benutzen kann. Dann legen wir doch einfach mal los und ich zeige euch erstmal, wie das nachher aussehen soll. Ja, so sieht das aus, wenn es mal aufgenommen ist und dann wieder neu abgespielt wird. Aber gehen wir doch jetzt einfach mal direkt in die Session und ich zeige euch, wie man das macht. So, die Session habt ihr ja schon mal so ein bisschen gesehen. Und zwar habe ich jetzt hier ein typische Cowbell. Das ist keine Cowbell. Der Name ist einfach normal so drin geblieben. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte hier einen Loop definieren, der zum Beispiel zwei Takte lang ist. Und ich möchte den so ein paar Mal hintereinander einspielen, einfach mal zu gucken, welche Idee oder welchen Loop ich am besten gespielt habe oder welche Idee ich am besten fand. Und dazu kreiere ich so viele Szenen, wie ich ausprobieren möchte. Das heißt, wenn ich 8 Versuche haben möchte, also maximal, dann lege ich 8 Szenen an. Möchte ich mehr haben, muss ich halt einfach mehr Szenen anlegen. So, aber ich möchte jetzt einfach nochmal 8 haben, weil ich kann jetzt auch 120 machen, aber dann wird das Tutorial dann doch ein bisschen länger. Und das Wichtige dabei ist, bei diesem Comping, dann gehe ich hier oben in das Play-Menü rein und kann mal gucken, genau. Und im Play-Menü gibt es hier die Option Post-Recording Action Delay. Und wenn ich das aufklappe und dann Record into Next Free Slot auswähle, dann auch noch angebe, wie viele Takte das sein sollen, in dem Fall 2, dann habe ich im Prinzip alles eingestellt, um im Clip Launcher quasi auf einen Clip Record zu drücken und er nimmt dann quasi alle nachfolgenden angehängten Szenen, die frei sind, als Container, um meine kreativen Ideen aufzunehmen. So, also im Play-Menü, Post Recording Action, Record into Next Free Slot, dann noch die Takte einstellen, wie lang das sein soll. Ich habe jetzt hier noch ein Pre-Roll von 2 Takten eingestellt mit dem Metronom vorweg, damit ich da so ein bisschen Zeit habe, meine Finger auf die Tasten zu legen. Und dann kann ich im Prinzip hier schon auf Aufnahme drücken und es geht dann schon los. Zu früh. Thank you.
So, jetzt hat er automatisch aufgehört aufzunehmen und ich habe jetzt hier die Aufnahmen ein paar ziemlich versemmelt, aber ich kann mir die jetzt einfach mal ab anhören. Hier haben wir hier den Inspektor auf. Ja, vielleicht ein bisschen quantisieren. Das war jetzt vielleicht der falsche, den ich hier. Den hier wollte ich. So, machen wir den mal dunkel, den will ich nicht. Nee, der gefällt mir auch nicht. Weiß nicht. Nee, der ging komplett daneben. Der hat es auch komplett versemmelt. Auch völlig daneben. Ja, müsste man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ich habe jetzt, machen wir das hier mal wieder auf groß. Ich habe jetzt hier ein paar, drei Stück. den Rest markiere ich und lösche ich. Und die kann ich jetzt hier zusammenfügen. Und habe jetzt drei Variationen. Die müsste ich jetzt noch so ein bisschen bearbeiten und die Noten so ein bisschen an die richtige Stelle ziehen, dass sie wenigstens sauber klingen. Vielleicht nicht alle komplett immer auf die Eins oder auf den Schlag, aber halt so, dass es jetzt nicht komplett schräg klingt. Das ist Comping in Bitwig. Total einfach, simpel. Und während sich die andere Welt noch freut, dass sie endlich ein Comping-Feature haben, hat Bitwig das seit Version, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Das war's. Ich hoffe, der Tipp hat euch was gebracht und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder, beziehungsweise bei der nächsten Practice Session. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.